Kann das wirklich sein? Kommt es zu einer Absenkung des Renteneintrittsalters von 67 auf das 65. Lebensjahr? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, das Renteneintrittsalter 67 sorgt ja in Deutschland für erhebliche Verwirrung. Viele Wirtschaftsweisen, viele Ökonomen, sogenannte Rentenexperten fordern ja, dass das Renteneintrittsalter, welches ja ab 2031 auf das 67. Lebensjahr hochgeht, dann nochmal stufenweise angehoben wird. Einige von denen fordern sogar einen Rentenbeginn ab 70, meine Damen und Herren. Aber was durfte ich da jetzt in der Online-Ausgabe der Frankfurter Rundschau lesen? Und zwar vom 5.10.2014. Ich mache es mal ein bisschen größer, dass Sie es auch gut sehen können, meine Damen und Herren. Dort unter der Überschrift länger arbeiten und weniger Rente bekommen die Wahrheit über das Rentenalter. Und dort ist es so, dass die Lebensspanne langsamer wächst als das Renteneintrittsalter. So hat es eine Statistikexpertin, Spezialistin herausgefunden. Und dies hat dann auch tatsächlich Auswirkungen auf die Rentner. Sie erhalten nach deren Ansicht weniger Rente. Ich hatte es ja schon gesagt, viele in der Politik und in der Wirtschaft sind sich einig, Erwerbstätige sollen später in Rente gehen. Ansonsten gerät das gesamte Rentenversicherungssystem unter Druck. Ja, meine Damen und Herren, ich habe da eine andere Lösung. Sie wissen es, ich stehe für eine einheitliche Erwerbstätigenversicherung. Dann hätten wir möglicherweise alle diese Probleme aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung nicht. Die Menschen werden älter. Und damit beziehen sie angeblich längere Zahlungen der Rente. Gleichzeitig müssen immer weniger Arbeitende die Beiträge zahlen. Das ist die Folge der Demografie. Und die Datenexpertin, die Spezialistin Dagmar Padloch, stellt aber diese Prämisse in Frage. Denn sie sagt schlicht und ergreifend, dass die Lebenserwartung nicht so sehr gestiegen sei wie das Renteneintrittsalter. Damit wäre die Erhöhung auf das 67. Lebensjahr bisher unverhältnismäßig hoch. Und das geht wohl aus einer Studie dieser Expertin beim Forschungsdatenzentrum bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hervor, die auf dem Online-Portal Vorsorge abgebildet ist, meine Damen und Herren. Laut Padloch liegt das durchschnittliche Renteneintrittsalter 2022 bei 64 Jahren und 9 Kalendermonaten. Die zu erwartende Rentendauer habe 16 Jahre und 6 Monate bei Männern und 20 Jahre und 2 Monate bei Frauen betragen. Zwischen 2012 und 2022 hat sich ihren Berechnungen zufolge ein merklicher Aufschub des Beginns der Altersrente um ein Jahr bei Männern und 1,4 Jahren bei Frauen gezeigt. Die Analystin hat hier eine spezielle Methode benutzt und hat praktisch gesagt, dass die Lebenserwartung praktisch hier nicht so hoch gestiegen ist wie die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Sie sagt sogar, durch die Rente mit 67 hat sich die Dauer des Rentenbezugs um 1,3 Jahre verkürzt. Also das heißt also, die durchschnittliche Dauer der Zahlung der Rente hat sich aufgrund der Ergebnisse dieser Datenstudie von der Frau Padloch wirklich tatsächlich verringert. Das heißt also, dass die Anhebung der Regelaltersgrenze tatsächlich die beabsichtigte Wirkung hat, die Inanspruchnahme von Renten zu reduzieren. Und dieses Problem, meine Damen und Herren, dass diese Wirkung bisher unbemerkt geblieben ist, hat Frau Padloch hier in ihrer Studie dargelegt. Tatsächlich gibt es ja immer, das hatte ich ja eingangs dieses Videos gesagt, wieder Stimmen, die sagen, wir müssen noch mehr, noch länger arbeiten und angeblich kommen wir langfristig nicht darum, das gesetzliche Rentenalter an die fernere Lebenserwartung zu koppeln. Das sagt zum Beispiel die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Auch die Zahlen der Rentenversicherung, das ist wohl klar,
widersprechen den Berechnungen der Frau Padloch und die spiegeln die Tendenz eines immer längeren Bezugs der Rente wider. Die gemeinsame durchschnittliche Rentenbezugsdauer von Frauen und Männern sei zwischen 1993 und 2023 von 15,6 Jahre auf 20,5 Jahre gestiegen. So zumindest die deutsche Rentenversicherung, die zu einem anderen Ergebnis kommt. Ja, meine Damen und Herren, was sagt uns jetzt sozusagen das, was Frau Padloch hier herausgefunden hat? Das sagt uns, dass die Rente mit 67 wahrscheinlich viel zu lang ist. Das heißt also, dass die Lebenserwartung der Menschen, die ja an die Rentenbezugsdauer gekoppelt ist, damit nicht einhergeht, sondern die Lebenserwartung letzten Endes niedriger ist als das, was hier durch die Rentenversicherung bekannt gegeben worden ist. Daher der Umkehrschluss von mir, meine Damen und Herren, in der Politik und auch in der Rentenversicherung: Absenken der Regelaltersgrenze von 67 wieder auf das 65. Lebensjahr, denn schon die Tatsache, dass man bis 65 arbeiten muss, reicht ja für viele Menschen aus und sagen, und viele von den Rentnerinnen und, oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern werfen ja schon viel früher das Handtuch und sagen, nee, selbst bis 65 will ich gar nicht arbeiten gehen, sondern ich will schon früher in Rente gehen. Aber meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass meine Forderung unerhört bleibt und oder nicht erhört bleibt und dass wir hier auch in der Zukunft damit rechnen müssen, wenn zum Beispiel eine CDU-CSU-Regierung an die eine CDU-CSU an die Regierungsmacht kommt, dass wir dann wahrscheinlich eine Erhöhung des Renteneintrittsalters ab 2031 erleben dürfen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Spannende Entwicklung zum Thema Renteneintrittsalter. Eigentlich müsste es sogar niedriger sein als die 67. Aber ich gehe davon aus, dass sich an der aktuellen Rechtslage nichts ändern wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.